Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's, nachdem wir die letzten Folgen jetzt viel unterwegs waren, einmal auf der Suche nach einem Tuzoteutis und auch in unserem ersten Dungeon, werden wir uns heute ein bisschen um die Basis kümmern. Wir werden jetzt endlich mal unser Gewächshaus ein Stück erweitern hier vorne und auch die Werkstatt noch ein bisschen ausbauen und, wenn wir Zeit haben, vielleicht auch unten am Strand schon mal anfangen, zumindest schon mal vorzubereiten für unser zweites Strandhaus. Oh, sieht das gerade schön aus hier mit dem Sonnenaufgang wieder. Einfach nur gut, Leute. So, hier ist unser kleines Gewächshaus. Das werden wir jetzt eben ein Stück erweitern, indem wir hier vorne die Teile wegnehmen und dann hier raus einmal rum, wo jetzt das Geländer ist, nochmal Gewächshauswände bis hier vorne auf die Höhe hier ziehen. Hier kommen dann die neue Tür rein und dann hoffe ich, dass wir das Dach einigermaßen sauber verbunden kriegen. Dann noch ein bisschen Deko und hier vorne der Bereich, den werden wir so offen lassen. Hier kommt dann irgendwie auch noch ein bisschen Deko und Bepflanzung hin, ein paar Möbel oder so, ein paar Sitzgelegenheiten, ein bisschen Beleuchtung. Sollte ganz gut aussehen. So, gehen wir einmal hier drüben an unseren Bauteilschrank. Ein bisschen was an Gewächshausteilen habe ich zumindest vorbereitet. Doch wir brauchen insgesamt 14 Wände, wobei wir nehmen ja nochmal zwei von den Wänden weg, die wir da stehen haben schon. Nehmen wir einfach schon mal mit hier die Dachteile. So, dann lass mal gucken, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Das heißt, hier vorne müssen wir auch noch ein paar Sachen mal wegnehmen. Das heißt, hier einmal diese Lampe weg, dann die Dachteile hier vorne müssen. Ja, die Schrägen müssen zumindest raus hier und das hier alles muss weg. So. Alles klar, und dann müssen wir das hier auch noch mal einmal alles wegnehmen. Die ganzen Holzbauteile unten, die Balken können auch weg, dann an der Seite hier. Und dann hoffe ich, dass wir hier sauber mit den Glaswänden rumgehen können, dass sich das Dach halt einfach gut verbinden lässt. Dann kommen da noch ein paar Beete rein für Berries. Weil hinten haben wir jetzt alles für alle wichtigen Sachen, für alle Gemüsesorten haben wir alles. Wir brauchen noch ein paar Berries jetzt einfach, weil wir hier noch Platz haben. Weil die kann man doch immer mal brauchen. Die brauchen wir doch für einige Rezepte, für die Heiltränke zum Beispiel auch oder so. Dass wir hier auch einfach immer einen guten Vorrat an Berries haben. Dünger passt da jetzt super mit unseren Dungbeeteln. Da läuft die Produktion fantastisch. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Beete hier ruhig reinpacken. Und auch einfach schön die Berries anpflanzen. So, das alles einmal weg hier. Zack, jetzt sind wir gleich ein bisschen überladen. Aber wir werden gleich wieder ein bisschen Gewicht los. So, und jetzt hier einmal rundherum die Glaswände drauf. Oh, ruckel einmal kurz. Zack. Ist richtig rum. Ja, so rum. Da lang. Einmal hier. Und dann hier vorne auf der Höhe kann eigentlich schon wieder die Tür rein. Dann haben wir das auch schon mal durchsortiert, wo hier was hin soll. Das dahin. Halt so rum. Na. Zap, zap. Wie viel fehlen? Zwei normale Wände fehlen uns noch. Alles klar, und die Tür haben wir die eigentlich auch aufgenommen, ja, ne? Die kann schon mal wieder rein. So, sieht doch schon mal besser aus jetzt. Gefällt mir jetzt schon gut. So, also noch zwei Wände hier, dann haben wir alle Glaswände. Material sollten wir eigentlich genug haben. Ich hoffe, ich habe auch alles in die Werkbank schon reingeschmissen. Zeig mal her, ist hier noch Kristall mit drin und Zement? Nee, ist nicht. Aber haben wir hier noch genug. Gib mal ein bisschen Kristall und einen Schwung Zement. Da haben wir jetzt auch so viele Leute mit den Schnecken. Das ist einfach super, wie schnell die den Zement produzieren. So, das einmal rüber, das einmal rüber. Greenhouse. Nee, Moment, hier nicht. Hier. So, zwei Wände erstmal noch. Und wir werden mit Sicherheit, was sind das hier? Das sind die normalen Slopen, das sind die Dächer. Ne? Wir werden wahrscheinlich auch nochmal hiervon vielleicht zwei brauchen. Obwohl, da haben wir noch 12. Warte. Ach, egal, lass bauen. Ist wurscht. Bauen wir kurz die rüber. Du rüber. Das Leder brauchen wir hier nicht. So, alles klar. Dann schmeißen wir gleich mal die Holzteile raus. Sind wir ein bisschen gewichtlos. Das rüber, das rüber. So, okay. Dann gucken wir mal, wie das funktioniert hier mit unserem Dach. Das heißt, hier erstmal noch die beiden Wände hin. Hopp. Hopp. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich nur mit den, nee, mit denen hier arbeiten. Wahrscheinlich brauchen wir davon noch ein paar mehr. So rüber. Ah, ha, 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 ha. Das verbindet sich, aber das hier verbindet sich nicht sauber. Hm, ah, warte mal, vielleicht mal, ah, ja, warte mal, ganz einfach. Wir nehmen einfach hier ein normales, achso, ich habe noch das Baumenü an, mach mal aus. Hier ein normales Dach, so. So eins hier. Und dann gehen wir hier wieder mit denen hier rein. Und zwar so und so. Sehr cool. So geht das. Einmal so rüber, einmal so rüber.
normales Dach hier ran, dann so. Zack. Sehr cool, Leute. So geht's. Gefällt mir auch schon wieder sehr gut. So passt das. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, was oben auch zukriegen. Das heißt, hier brauchen wir dann... Achso, haben wir keine dreieckigen Dächer mehr. Dann holen wir erstmal dreieckige Dächer noch. Brich mal ab, das Bauen. Habe ich jetzt alles noch hier drin gelassen oder gleich wieder rübergeräumt? Nee, habe ich noch hier drin gelassen. So, die können auch mal raus. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von den... Slope Wall, Triangle Roof. Davon brauchen wir noch ein paar. Machen wir erstmal nochmal, ja, sagen wir mal 6 Stück nochmal fertig. Machen wir auf die Lampe, können wir auch mal kurz. Obwohl, die brauchen wir ja gleich wieder. Die behalten wir mal in der Tasche. Die hängen wir ja gleich wieder auf draußen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nehmen wir sogar auch Kerzen, habe ich mir gerade spontan überlegt. Also kommt die Lampe erstmal hier rein. Ist noch Platz. Ist noch Platz. Super. So. Dächer. 6 Stück. Gib mal her. Das heißt, hier auf jeden Fall noch eins hin. Hier über die Ecke noch eins hin. Hier noch eins. So, und dann hier. Nee. So rüber. 1, 2. Ja, passt. Dann brauchen wir nur noch normale Dächer, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Und 4 nur einfache Flachdächer. Dann haben wir es. Sehr cool. Passt. Super, Leute. Das sieht gut aus. Das heißt, die Teile brauchen wir erstmal nicht mehr. Die können rüber. Und wir brauchen noch ein paar einfache Glasdecken. 4 Stück. Halt. Hier oben. Gewächshaus. 1, 2. Mehr geht nicht. Hatten wir davon eigentlich noch welche oder hatten wir davon keine mehr? Jetzt haben wir ja, hätte gar keine mehr bauen müssen. Wir haben ja noch 5 Stück. Egal. Wir werden noch mehr aus Glas bauen. Die Teile sind nicht umsonst gebaut. So, einmal da oben rein, bitte. Ah. Ah, so geht's auch. Hopp. Zack. Zack. Sehr cool. Gewächshaus wieder geschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier vorne Platz für noch mehr Beete. Die bauen wir erstmal gleich. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar. Gucken wir nochmal kurz in den Bauteilschrank. Vielleicht haben wir noch ein paar große. Nee, haben wir nicht. Und dann bauen wir uns ein paar. Für die brauchen wir Holz, Stroh, Fasern. Stein, immer ein bisschen mehr Stein. Wo sind sie? Da sind sie, ne? Ja. 1, 2, 3, 4 erstmal. Ja, wir machen erstmal 4. Wie viele Sorten Berries haben wir denn? Mehr als 4, ne? Ich glaube, wir haben 6 Berry-Sorten. Wir haben sogar noch mehr mit den neuen Berries, aber wir brauchen ja nicht alle einpflanzen. Aber ich sag mal, wir brauchen auf jeden Fall die Tinto-Berries, die Narco-Berries. Ach, wir gucken einfach. Auf jeden Fall Tinto-Berries und Narco-Berries, weil Tintos brauchen wir für die Heiltränke. Und Narco-Berries brauchen wir für unsere Narcos. So. Ach, die können wir da außen nicht hinstellen. Aber guck mal hier. Mit ein bisschen Abstand nach hinten. Oh, nee. So nicht. Du kommst nochmal her. Falsch. So nicht, du kommst nochmal her. Da könnte man in der Mitte ja nochmal 2 hier hinten hinstellen. Das würde nochmal passen. Die müssen wir dann frei dazwischen setzen, aber das passt. Also machen wir noch 2 mehr. Dann haben wir 6 Beete nochmal vorne. Halt, Material habe ich noch in der Tasche, ne? Ja, okay. Hätte ich gar nicht weglaufen brauchen. Nochmal 2 große Beete. Dann schmeißen wir den Rest wieder in die Schränke rüber. So, das rein. Steine rüber. So. Nee, ich will den aber ein bisschen dahinter versetzt haben. So ein Stück. Ja, gefällt mir. So und... So, sehr cool. Okay, 6 neue Beete haben wir. Jetzt haben wir natürlich noch kein Saatgut dafür, aber das müssen wir jetzt auch nicht gleich einpflanzen. Hauptsache sind erstmal gesetzt die Beete. Hier hinten sieht alles gut aus. Ne? Was sagt der Dünger? Ist noch jede Menge drin. Hier könnte auch schon wieder, jetzt haben wir her. Nee, ist noch kein neuer Honig drin.
So, das heißt, hier vorne kommen unsere Berries. Hier könnten wir natürlich noch ein paar kleine Beete setzen. Aber ich will hier dann eher noch mit den Deko-Objekten arbeiten, dass wir hier so ein bisschen nochmal von diesen Hängepflanzen anbringen und vielleicht hier vorne so ein paar einfache Blumenkästen oder sowas. Aber so weit bin ich schon mal zufrieden mit dem, wie die Beete aufgeteilt sind und wie das Gewächshausdach jetzt aussieht hier. Jetzt zu dem Bereich hier draußen. Da weiß ich noch gar nicht genau, wie wir es machen wollen. Auf jeden Fall möchte ich hier gerne Sitzmöglichkeiten haben, so ein bisschen. Und wahrscheinlich nehmen wir hier auch eher Deko-Pflanzen, als dass wir nochmal irgendwie mit Setzkästen arbeiten, also mit den Beeten. Das heißt, das kann erstmal hier rein. Gammelfleisch raus. Narkotics kommt auch erstmal wieder in die Werkbank rein, kurz. So, das ist das. Lass mal kurz oben gucken, bei unserer Deko-Werkbank. Hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Nochmal ein paar neue Bilder, ein paar Jalousien. Ein paar mehr Pflanzen auf jeden Fall, auch dass hier nochmal ein bisschen gemütlicher aussieht, nochmal ein paar Pflänzchen auf dem Tisch und vor allem unser super cooles Aquarium, finde ich richtig gut. Alle aus dieser Deko-Mod, aus der RR Home Deko-Mod. So, jetzt gucken wir hier mal rein, die will ich auf jeden Fall haben und dann lass mal nach Pflanzen gucken. Die sieht ganz gut aus, die sieht ganz gut aus. Hier ruhig nochmal zwei so eine Blumenkästen, hier vielleicht davon mal welche, 1, 2, 3, 4... Hängepflanzen vielleicht nochmal 1, 2 und den Rest machen wir dann mit den Fasern einfach von den anderen, von der anderen Mod. So, kommt mal alle raus hier. Du und du. Sehr schön. Und vielleicht machen wir auch noch ein paar von diesen. Da haben wir noch Gartenstühle, ja, ne? Aber ich will davon noch ein paar haben. Ne, doch, hier Couch Chair. Mach davon nochmal 2. Gibt's, guck mal Leute, es gibt so, die Mod ist einfach so fantastisch und da gibt's so viele coole Deko-Objekte drin. Liegestühle für draußen, da sind am Strand auch schon ein paar aufgebaut, aber jetzt erstmal hier drin weiter und auch das finde ich, ich liebe diese Jalousien einfach, die sind mit das Beste. So, okay, also. Das heißt hier draußen, mal gucken, wie können wir die denn, können wir die hier, ach die kann man nicht direkt, oder doch. Pass mal auf. Einigermaßen mittig hier drauf, zack. Hier drüben auch einer hin, ungefähr gleiche Höhe, ungefähr so. Passt. Man kann die Blumen auch noch ändern von der Farbe her gleich. Also man kann da noch verschiedene Blumen reinmachen. Das müsste halt die Farben ändern. Jo, du kommst hier mal hin. Du kommst hier mal hin. Ja. Der hängt ein bisschen zu niedrig. Komm nochmal her. So. Ja, gefällt mir. So, jetzt zeig mal die anderen Pflanzen her. Was haben wir noch? Wie groß bist du? Oh, das ist ja cool. Das passt aber nicht hier rein. Ach so, das rutscht durch die Wand durch. Dann stellen wir es vorsichtig davor. Ja, warum nicht? Ich finde es gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Hat was. Wie siehst du aus? Weißt du was, du kommst mal hier vorne vors Gewächshaus. Hier hin. Ja, finde ich gar nicht so übel. Und du stehst auch mal hier. So. So. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Der ist natürlich deutlich niedriger hier als die anderen alle, ne? Der muss nochmal, den müssen wir nochmal neu aufhängen hier. Nehmen wir her. So. Eher dann. So. Ja, besser. Gut, dann haben wir hier diese Sitzmöglichkeiten. Das stelle ich, möchte ich hier irgendwie so welche aufstellen. Einmal. Hier ruhig so. Oh, vorsichtig, nicht vom Haus springen oder von der Terrasse. Und ungefähr gleiche Ausrichtung. Hier so. Ah, so. Das sieht doch schon gemütlich aus. Vielleicht sogar eher genauso ausgerichtet wie die Blumenkästen. Hätte natürlich auch was. Ne? Wir müssen ja nicht alle gleich stehen auf beiden Seiten. Muss ja nicht immer alles gleich sein. Vielleicht machen wir die mal so rüber, so ein bisschen angeschrägt hier. So.
Und den hier auch. Mal so, da kann in der Mitte noch eine stehen. Ja, cool, da könnte man Mitte noch einen hinstellen. So. Finde ich schöner. Wir machen das überall so. Dann sieht es doch auf beiden Seiten gleich. Also ich finde es schöner mit denen. Das sieht schöner aus. Passt besser zu den Blumenkästen. Komm nochmal her. Und dann haben wir in der Mitte super Platz für einen kleinen Tisch. Und da kommen dann Kerzen drauf oder sowas. Du. Einmal so ein bisschen hier am Blumenkasten ausgerichtet. Zack, zack. Und hier drüben auch einmal. Oh. Ah. Boah, Leute, gefällt mir sehr gut. Wir brauchen kleine Tische. Nochmal nach oben. Gibt es doch bestimmt auch irgendwie ein paar schöne Gartentische. Der hier ist schön. Es gibt eine Hollywood-Schaukel! Da ist aber kein Platz auf der Seite. Die bauen wir vielleicht auf der anderen Seite auf. Sonnenschirmchen gibt's. Was haben wir hier? Eine einfache Bank? Nee, das ist ein Tisch nochmal. Okay. Und die finde ich aber auch gar nicht schlecht hier. Lass mal nur mal zum Gucken. Lass mal zwei davon nehmen. Nur mal zum Gucken, wie die aussehen. Komm mal her, komm mal her. Ah, und Kerzen. Lights. Candles. Die waren, glaube ich, ganz schön. Die habe ich zumindest am Basilo-Haus benutzt. Ich glaube, die waren ganz okay. Nehmen wir erstmal zwei Stück. Mag unser kleines, einfaches Häuschen. Das gefällt mir richtig gut. Auch wenn es nicht wirklich komplett eingerichtet ist, aber es hat schon was. Ich mag vor allem jetzt auch unsere kleine Schlafzimmer. Auch hier finde ich es gut mit diesen... Es gibt auch so coole Möbel da drin, Leute. Und vor allem kann man auch immer die Polsterfarbe oder das Holz und so verändern. Das ist echt cool. Und unsere kleine... Mit so ein paar Lichterketten und so ein bisschen Deko. Unsere Schlafzimmer-Ecke finde ich ganz okay. So. Aber das hier ist auch schon schön. Was natürlich noch irgendwie gar nicht schlecht wäre, wäre vielleicht, wenn man doch irgendwie hier ein, zwei Bäumchen pflanzen würden noch. Jetzt mal die Tische hier, die können... Oh, die sind schön, Leute, ja. Die stellen wir einfach hier so zwischen. So, auch ungefähr mittig. So. Einigermaßen gerade ausgerichtet. Ja, sieht gut aus. Du kommst dahin. Rip. Ungefähr die Mitte. Dafür ist das Fadenkreuz echt super zum Bauen hier. Das kann man immer genau gucken, ob man die Mitte erwischt. Sehr schön. Dann mal ein Kerzchen auf den Tisch. Hopp. Ja. Finde ich nicht schlecht. So. Dann lass uns doch nochmal kurz gucken, ob wir... Achso, wir haben ja noch die Hängepflanzen. Aber ob wir nicht doch nochmal hier... Ein, zwei, sagen wir mal, ja, entweder kleine oder mittlere Beete. Wir testen mal die... Testen mal die mittleren zuerst. Was haben wir hier? Medium. Warum kann ich nicht bauen? Ach, ich habe keine Fasern mehr. Na gut, jetzt aber. Wir bauen erstmal nur einen kleinen. Nee, ein Medium. Und ein... Obwohl, nee, wir bauen... Medium ist, glaube ich, schon okay. Die kleinen sind, glaube ich, zu klein dann. Die kleinen Blumen... kleinen Sätze. Wir nehmen Medium. Vier Stück. Weil ich will doch noch ein bisschen was Größeres hier oben auf dem Balkon. Das soll nicht, nur so kleine Pflanzen sein. Da kann ruhig ein bisschen was Größeres stehen. So, dach. Das und die Fasern behalten wir in der Tasche erstmal. So. Weil, wenn wir jetzt hier... Ist natürlich schon doch etwas... Ja, schwierig. Ist natürlich doch ein bisschen größer, als ich dachte jetzt irgendwie. Aber... Ah, stell's mal... Achso, das... Ah, okay, dann rutscht es rauf. Also können wir es auch anders rüber hinstellen? Ja, stell mal so rüber hin. Eins. Hier. Einmal hier. Möglichst mit der Kante da hinten so auf der Mitte. So, dann wieder... Dann wieder Snap Points anmachen, damit wir die stapeln können. Okay, jetzt sitzen wir da so ein bisschen in der Ecke. Das finde ich... Nee, ist doch nichts, Leute. Müssen wir anders machen. Nee, nicht aufheben, kannst gleich kaputt machen. Kriegen wir das Material wieder raus, können wir gleich kleine. Wir brauchen doch kleine Beete hier in der Ecke, sonst wird das zu voll. Mal weg. Dann bauen wir mal vier kleine Beete. Wo ist er? Nee, das ist schon der Medium. Wo sind die kleinen? Die müssen weiter oben dann eigentlich sein, ne? Small. Such doch einfach. Da ist er. Eins, zwei, drei, vier davon.
Weil damit wir hier vorne irgendwie noch so zumindest irgendwie vielleicht doch nochmal hier oben, ja, vielleicht doch ein Grüß. Oder wir könnten das natürlich auch hier. Ah, es wäre natürlich viel einfacher, ne? Weißt du was? Noch anders. Wir brauchen doch wieder mittlere Beete. Komm mal du her. Und komm mal du her. Pass mal auf, dann kommt nämlich hier lieber noch ein so eine Pflanze hin. Zack, zack. Und hier lieber noch so eine Pflanze hin. Und dann können wir hier und hier doch mittlere Beete setzen. So, alle aufeinander und gleich wieder abreißen. Das geht viel besser, Leute. Dann haben wir die Bäume auch auf der Seite vom Gewächshaus. Das sieht, glaube ich, noch besser aus. So, die alle weg. Wahrscheinlich können wir jetzt keine vier mittleren mehr bauen. Jetzt fehlt Stein. Okay, können wir nicht mehr. Ist ein bisschen Verlust immer beim Abreißen hier halt. Du nochmal rüber, du nochmal rüber, du nochmal rüber. Und ein Stein nochmal rüber. So, nochmal wieder vier davon. Und das sollte auf der Seite eigentlich ganz gut aussehen. Ich sag die Zeit, wir sind noch gut in der Zeit. Wir können noch in Ruhe werkeln. Jo. Sehr schön. Dann Steine wieder raus. Holz wieder raus. Fasern. So, bald mal 1000 in der Tasche. Alles klar. Jetzt nochmal. Das heißt, das so und hier dann die Beete hin. Und da können sie auch noch gleich so bleiben im Snappoint. Sehr gut. Und da machen wir jetzt mal ein paar Pflanzen rein. Gib mal her. Hier, wir brauchen Bäume, genau. Machen wir erstmal mal vier Stück oder so. Sind drei, machen wir vier. Vier Bäume und hier noch so ein paar Gardenplanter, dass wir noch ein paar einfache Pflanzen dazusetzen können. Irgendwie so. Alles klar, dann kommen wir her. Tree Planter. Wir schalten durch. Bis zur Palme. Wo ist die Palme? Da. Nee, das ist die falsche. Die wollen wir haben. Die große Palme. Also, da hinten in die Ecke erstmal. Zack. Ja, Leute, das ist gut. Das ist gut. So, einmal da und dann nicht snappen hier. Und dann nochmal irgendwie was Kleineres. Zeig mal her, wo haben wir denn hier diese... Es gibt ja auch diesen kleineren Baum noch von den Palmenbäumen. Es gibt auch so einen kleinen Bananenbaum. Das ist, das ist der kleine Palmenbaum. Aber ich glaube, die Blätter ragen dann trotzdem ins Glashaus rein. Müssen wir mal gucken. Ja, die ragen durch. Vielleicht müssen wir in eine bestimmte Richtung den drehen, dass die dann nicht durchragen. Machen wir mal so rüber. Ja, geht. Gut, hängen so ein bisschen in der anderen Palme drin, aber es geht. So, dann kommst du erstmal wieder her. Müssen wir den also so drehen. Welcher war denn das jetzt? Welche Nummer? Der war das. Das heißt, so rüber und dann in die Richtung? Ah, nee. Das passt nicht ganz. Gib mal her. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen den richtig ausgerichtet hier, das Bäumchen. Schade, dass man sich jedes Mal neu durchschalten muss, wenn man den abreißt, dass man nicht bei dem Baum bleibt, wo man zuletzt war. Wieso hängt dieses eine Blatt da immer rein? Wir hätten ihn noch ein Stück... Entweder ein Stück weniger weit drehen oder ein Stück weiter müssen wir den drehen. Dann drehen wir ihn noch ein Stück weiter. Schon dran vorbei? Nee. Nee. So. Ganz in die Ecke vom Setzkasten. Super. Passt doch. Und da ist nicht mal die Palme mit drin. Guck mal, Leute. Ja. Das hat jetzt schon was, ne? Mir gefällt's. So, wir haben auch noch ein paar einfache Pflanzen.
Der ist ein bisschen riesig. Die ist eigentlich ganz cool immer. Das ist eine recht schöne Pflanze. Ich warte mal so, dass das Blatt da hinten nicht so reinhängt. Mach mal so. Ja, das ist eine schöne. Die kann ich auch nochmal auf die Ecke. Passt. Und dann vielleicht noch hier. Wo ist es denn? Düpp, düpp, düpp. Der Farn. Oder diese eine tropische Pflanze finde ich auch ganz cool. Mal sehen, ob die... Der ist auch nicht schlecht, natürlich. Diese kleine ist noch besser hier. Die kommt hier nochmal zwischen so einem Farn. Zack. Bringt immer schön grün rein. Und hier drüben von mir ist auch nochmal ein. Auf die Ecke hier. So. Hängt das durchs Glas? Nee, ne? Nee. Ich finde es jetzt schon ganz gemütlich hier eigentlich auf unserer Terrasse. Machen wir die Tür zu. Ist doch schon ganz okay. Hier fehlt immer noch ein bisschen, vielleicht kann sogar noch ein Blumenkasten in der Mitte hängen. Wir können auch mal die Farben ändern hier. Lass mal kurz gucken. Da konnte man doch einfach hier durchschalten auf. Zum Beispiel mal gelbe Blumen hier. Hier drüben können es ja die roten bleiben. Dann machen wir hier mal blaue. Oh, die sehen schön aus. Auch blaue. Und was haben wir noch? Und die sehen ja fast aus wie die roten. Oh, schön. Die lilanen auch. Cool. Ich liebe auch diese Möbel übrigens, ne? Die sind so schön. Vor allem kann man hier eben auch, wie gesagt, man kann hier auch durchschalten. Man hat hier auch die Möglichkeit. Warte, wo waren wir das hier? Change Wood. Genau, hier kann man das Holz ändern. Da kann man, hier kann man das Polster leider nicht ändern, aber hier kann man eben das Holz ändern. Das ist schon cool, ne? Ich glaube, das ist Standard, ne? Ja. Ah, diese Mod ist einfach so fantastisch. RR Home Deko Mod. Da gibt es auch noch eine Mittelalter Mod und ich weiß gar nicht was. Da gibt es, glaube ich, 3-4 Mods von RR für Deko-Objekte. Achso, ich find's gut, Leute. Ich find's gut. Was wir jetzt noch brauchen, kriegen wir nicht hier oben. Jetzt brauchen wir noch ein paar. Achso, hier, guck mal, lass mal die nochmal kurz gucken. Ja. Ah, weg. Weg, nimm es weg. Nimm es weg. Tür auf. Hänge Pflänzchen rein hier. Müssen wir ein bisschen gucken. Ob wir es irgendwie hier vernünftig ins Dach gemogelt kriegen oder ob wir springen müssen. Meistens muss ich bei den Hängepflanzen immer so ein bisschen hüpfen, um die vernünftig aufzuhängen. Ja, jetzt geht die Kette oben durchs Dach. Nicht zu weit. Nochmal den Winkel ein bisschen ändern. Nochmal ein bisschen ändern. Aber hier drinnen am Gewächshaus zieht das immer so ein bisschen nach. Da hat man richtiges, siehst du, wie das da Ghosting. Ist aber gut. Das liegt aber an dem Glas von dem Gewächshaus, dass das so komisch, dass man da so eine komische Anzeige hat, ne? Das haben sie noch nicht ganz hingekriegt. Ich finde die Gewächshausscheiben aber trotzdem cool. Nicht zu weit. Ha! Geh doch noch, geh doch noch. Man könnte ja auch hier drin so ein bisschen sitzen, ne? Theoretisch. Praktisch auch, wenn man hier so ein paar... Das sieht aber komisch aus. Gehört der so? Der sieht irgendwie seltsam aus, dieser Stuhl. Ach, okay, so gehört der. Warum hinten diese komischen... Naja, egal. Warum ist das hinten so komisch geschwungen hier? Wenn man sich richtig reinschmeißen kann, richtig reinflezen kann und damit er richtig schön nach hinten nachfedert. So ist der gebaut. Halt. Theoretisch könnte man auch hier so ein bisschen sitzen, ne? Komm, wir machen hier einfach mal die beiden Hocker hin. Ich würde mal drehen, aber es geht ja nicht mit dem Mausrad. Erst wenn man es platziert hat. So, also sagen wir mal, was weiß ich, hier so. Zack. Ja. Bleiben wahrscheinlich nicht hier. Ich finde es auch gar nicht so schön. Auf dem Bild sahen sie schöner aus. Die gefallen mir gar nicht so gut. Die beiden Stühle. Nee, die gefallen mir. Wir machen hier kommt nicht zum Sitzen rein. Die nehmen wir erstmal mit. Vielleicht brauchen wir so woanders. Vielleicht passen sie woanders besser rein, aber hier gefällt mir das nicht so gut. Das finde ich aber schon mal ganz okay. Jetzt brauchen wir hier noch Roms, einmal voll gegen die Wand, glaube ich. Brauchen wir hier noch mehr von der anderen Garten-Mod, die wir nicht einfach im Inventar craften können, die Sachen. Das heißt, wir müssen einmal runter an die andere Werkbank. Die Dinger schmeißen wir auch nach oben. Für die Performance ist bisschen schlechter geworden. Es gab nochmal ein Update.
gestern irgendwie und seitdem habe ich das Gefühl, ist unsere Performance hier etwas schlechter, auch gerade eben am Start der Folge. Ich hoffe, es hat nicht zu schlimm geruckelt, aber es war auf jeden Fall, lief es nicht mehr ganz so flüssig wie vorher oder läuft es nicht mehr ganz so flüssig wie vorher. Jetzt geht's aber wieder einigermaßen. Aber am Anfang der Folge war es echt ein bisschen ruckelig und jetzt eben gerade im Haus auch nochmal wieder so leicht. Das gefällt mir aber schon mal ganz gut, Leute. Vogel haben wir gerade nicht hier. Oder doch, wir haben doch bestimmt hier oben, warte mal, wir haben doch unsere Petris hier oben. Hier kommen wohl mal Pinky raus. Können wir auch mal runterfliegen kurz. Oh, wir dursten und hungern. Trink mal schnell einen Schluck. Und... nee, das ist das Fernglas. Du sollst essen. Nicht die Lupe, nicht das Fernglas. Ist was. Sehr schön. Alles klar. So. Ja, hier drüben wollte ich auch gucken, ob wir irgendwie genug Material schon haben. Aber wir müssten eigentlich genug haben, um zumindest auch mal diesen KUKA aufstellen zu können. Dann können wir nämlich viel, viel schneller uns Heiltränke herstellen. Komm mal raus, Pinky. Das ist der, den wir gekriegt haben mit Glück, ne? Mit den schönen Farben. So cool. Okay, dann lass uns mal runterfliegen. Oder ich hab das Gefühl, kann das sein, dass es... warte mal, lass uns mal gucken. Ich hab das Gefühl, das... hat der hier irgendwas umgestellt an unseren Einstellungen? Hat der hier vielleicht wieder die Bewegungsschärfe angemacht? Ne, Motion Blur ist aus. Okay, ansonsten haben wir alles high. Anti-Aliasing auf niedrig, weil das zieht super Leistung. Bei einer hohen Auflösung braucht man es einfach nicht. Naja, und das ist hier die Anzahl nur des Bewuchses, aber nicht die Qualität. Und Effektsqualität sind so ein paar Lichteffekte oder beziehungsweise beim Schießen, bei Explosionen und sowas. Also nur so Kleinkram. Ansonsten haben wir eigentlich alles gut eingestellt. So, nee, aber kein Motion Blur. Kam mir mal gerade so vor. Es liegt einfach daran, dass das Spiel jetzt deutlich mehr Ghosting hat. So, hier haben wir unsere schönen Käferchen. Die produzieren auch super Dünger. Und ich hatte gerade vergessen, dass die auch nebenbei übrigens Öl produzieren. Wir haben schon wieder einen riesen Vorrat. Und die sammeln auch einfach alles automatisch hier im Stall ein, obwohl die sich gar nicht bewegen können, weil die eben überladen sind. Trotzdem wird schön Dünger, aber so braucht man sie nicht, halt nicht in den Käfig einsperren. Die sind einfach die ganze Zeit überladen und sind auf Wandern eingestellt, können aber ja nicht wandern, weil sie so überladen sind. Und so produzieren sie fleißig den Dünger. So, hier sind wir an der anderen Gartenmod. Hier sieht man schon JVH Landscaping Table, das ist die andere Mod. Und da gibt es diese coolen Hängepflanzen, also diese Fahne, die wir hier auch schon in unserem Stall hier haben. Der ist auch ganz okay, aber das sind eigentlich die besten. Und hier gibt es übrigens auch diese Meerespflanzen, ne, für unter Wasser. Die Korallen und ein paar Algen und sowas, das ist für unser Wasserbecken. Das soll ja auch alles unter Wasser nochmal bepflanzt werden im Laufe der Zeit. Nehmen wir erstmal, hier darf man nochmal zwei mehr mit. Und hier zum Beispiel auch, das ist so cool mit den Blumen hier, die man einzeln... Und hier sind auch nochmal die einzelnen Bäume dabei. Die Mod ist auch richtig super. Beide Gartenmods sind einfach super. So, nehmen wir mal ein bisschen was davon mit. So, lass uns mal... Ah doch, Leute, die Performance ist aber schlechter geworden, das merkt man. Irgendwie ist es ein bisschen schlechter geworden. Oder wir haben jetzt mittlerweile so viel gebaut, dass der Rechner an die Grenzen kommt. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr auf YouTube, weil mir ist schon ein paar Videos aufgefallen, dass manche Videos irgendwie auf YouTube doch mal leicht so ein bisschen geruckelt haben und nicht wirklich flüssig gelaufen sind, zumindest in Teilen immer. Oder wir müssen doch mal anfangen, die Grafik runterzuschrauben. Aber ich find's gut, Leute. Ich find's richtig gut. Lass uns mal von unten gucken hier. Den Palmen auch oben drauf sieht nochmal gleich lebendiger aus. Irgendwie, ne? Das Ganze wirkt gleich nochmal fürs ganze Gebäude schöner. Ist doch gemütlich auch von oben jetzt hier, wenn man so drauf guckt. Ich find's gut. So, komm mal her. Pinky. Einmal absteigen. Brauchen wir noch den Brain jetzt, wo wir Pinky haben. So. Ne, den nicht. Der ist cool. Das Problem ist nur, der hängt halt auch nach außen durch. Aber es macht ja eigentlich nichts. Unser Wechsel kann ja auch von außen ein bisschen grün haben. Weil der geht halt eben durch die Wände durch, ne? Der hängt halt auch, da haben wir halt auch außen auch ein bisschen grün, aber ich glaube, ist gar nicht so schlimm. Wir haben ja extremes Ghosting. Was hier, also jetzt jedenfalls hier drin mit dem Gewächshausglas, ne? Ja. Es gibt auch echt, vor allem finde ich es auch cool, dass sie so viele verschiedene hier haben, an den Möglichkeiten, die man hier an Hänge pflanzen. Und dass sie sich halt auch bewegen, finde ich auch super mit dieser Foliage Interaction, dass das auch auf diese ganzen Modpflanzen zutrifft. Also dem Ghosting ist schon störend hier drin, muss man sagen, dass das so hinterherzieht, ne? Aber ich finde es schon wieder nicht schlecht, Leute. Ich finde es trotzdem nicht schlecht. Jetzt noch ein paar von denen, die sind besser, weil die bleiben wie vernünftig an der Scheibe hängen hier.
Können wir die nicht eigentlich auch mit Snap Points machen? Ja, kann man. Der hat ja auch wieder mehrere zur Auswahl. Auch so einen kleineren hier. Warte, lass doch mal draußen was dran hängen. Haben wir noch diesen groß? Kann man jetzt eigentlich auch an die Decken? Ja, so halb, ne? Wenn man es hier unten drunter hängt. Vielleicht hängt's an der, sieht das aus, wenn es an der Decke hängt? Ich hoffe sehr. Wir hängen das mal da oben ran jetzt. Halt, nicht drehen. So. War doch eigentlich schon ganz gut. Ach, der hängt das dann so daran. Okay. Naja, aber ist auch nicht so verkehrt, ne? Dann hier hängen wir welche draußen an die Scheibe. Das ist ja nur der Anfang, Leute. Und hier kommt noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich mit denen so zufrieden bin. Vielleicht kommen die noch weg und wir nehmen nur die anderen hier, die sich besser, die wirklich vernünftig an die Wand ansnappen. Ich glaube, wir nehmen dann nur die. Die Dinger finde ich auch gut. Davon können wir, glaube ich, noch ein paar mehr aufhören. Am besten die drüben auch nochmal zwei. Sieht ganz gut aus mit dem. Kann man hier eigentlich auch die Farbe ändern? Sag mal her. Change Wood. Change Flower Color. Aber will er nicht. Geht noch nicht. Es sind nicht alle Funktionen immer aktiv. Hold for more options. Okay, Holz können wir ändern, die Blumenfarbe noch nicht. Kommt bestimmt noch. Aber so bin ich also schon mal ganz zufrieden. Gerade mit dem Bereich hier draußen bin ich sehr zufrieden. Das gefällt mir richtig gut. Unsere kleine Terrasse hier draußen, die hat was. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie wir das machen mit den Sachen hier drin. Aber ich schätze mal, diese werden wir wieder wegnehmen und dann doch lieber nur die anderen benutzen. Und dann, wenn hier vorne erstmal noch ein paar Berries eingepflanzt sind, ist hier auch noch mal ein bisschen grüner. Hier in die Ecken könnte man noch mal ein paar normale Pflanzen stellen, einfach nur so. Und dann bin ich aber ganz schön zufrieden schon mit unserem Gewächshaus, ihr Lieben. Und vor allem, wie gesagt, hier vorne mit dem Bereich, das gefällt mir richtig gut. Ich mag auch diese Blumenkästen, die sind einfach so cool. Pinky, komm mal her, du musst mal aus dem Weg. Komm mal rüber auf die andere Seite. Roms. Und auch so haben wir doch eigentlich insgesamt auf jeden Fall auch ein ganz nettes Häuschen. Ah, das macht. Bepflanzung macht einfach immer so viel aus, Leute. Grün. Es muss grün sein. Es müssen überall Pflanzen sein. Das ist der Unterschied. Lässt es einfach immer so viel lebendiger wirken. Einfach alles, was man baut, wird um Längen lebendiger durch die Deko. So, aber haben wir gut geschafft, ihr Lieben. Wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir langsam jetzt aber zum Ende dieser Folge kommen. Das heißt, am Strandhaus müssen wir dann in der nächsten Folge bauen. Oder vielleicht auch, also auf jeden Fall innerhalb der nächsten Folge, irgendwann werden wir das Strandhaus mal anfangen. Ich werde mir überlegen, was ich hier noch mache an Deko mit den Pflanzen. Aber ich schätze mal, die normalen, wie gesagt, die werden wir wegnehmen und da kommen die anderen hin. Und dann Berries einpflanzen. Dann haben wir unser Gewächshaus und unsere erste Terrasse hier oben soweit ganz gemütlich eingerichtet. Ja, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.